So, gibt's noch irgendwo jetzt hier Gefühlschaos? Nein, doch da. Falsche Richtung. Ja, ey, komm mal mit, ich habe was für euch. Na, ja, kämpft ihr euch mal. Hört her, ich habe auch den Bahn. Der Architetto Maestro Jan Kempken von alle Handlager werden angehalten für den Transport. Richtet immer bei Traktüren. In letzter Zeit haben häufig Ochsenkarren die kleineren. Okay. Was hast du denn für Probleme? Ezio, ich bringe euch zu drei Botschaftern. Sie kommen zu einer Audienz beim Papst und werden bald ihren Schöpfer persönlich treffen. Erlaubt mir, sie für euch herauszulocken. Lebend, Köder. Die Kurtisanen unbemerkt folgen, während sie die drei Botschafter herauslockt, die eliminiert werden müssen. Ein Ziel durch ein Attentat vom Vorsprung töten. Im Büro der Beschwerdestelle des Vatikans zu melden. Schwere Verbrechen sind dagegen, einem Angehörigen der Stadtwache vorzutragen. Dann zeig mir mal die drei Botschafter. Ich höre auch immer so den Herolden zu, weil die erzählen eigentlich voll den Scheiß, voll die dummen Sachen und so. Aber naja, das ist ja egal. Ist eigentlich immer ganz lustig, den zuzuhören. Du batest mich doch mal, eine Freundin mitzubringen. Hier habe ich eine. Wo? Wo ist sie? Da sieht man sicher. Warte dort. Komm. Kann ich den töten? Alles klar, den ersten Botschafter habe ich schon mal. Ach, die geht dadurch, okay. Ach, da ist er. Salve, amore. Das ist ungehörig. Nicht im Vergleich zu meinen Plänen mit dir. Folge mir. Also sie folgt. Er folgt. Und ich soll ja noch einen vom Vorsprung töten, also. Junge. Also muss da noch was kommen. Oh. Oh, da bist du ja. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen.
Okay, den Vorsprung. Geht, gehe ich. Nein, ich kümmere mich darum. So, jetzt habe ich zwar nicht 50%, aber naja, was soll's. Addio, Ezio. Macht's gut. Gut, gut, mein Fehler. Tut mir leid, ich hab's geschafft. Ist mir jetzt völlig egal. Ist mir wirklich völlig egal. Ich bin jetzt überlegt, ob ich nochmal zu Rosa in Fiore gehe. Ich denke schon. Da ist es. War das irgendwie ein Fehler oder eher? Okay, aber die haben viel dabei. Oder ich gehe jetzt nicht zu Maria in der Rose in Fiore. Und mache jetzt stattdessen andere Dinge. Das könnte ich machen. Tempelagenten. Ich könnte ja mal eine Leonardo-Mission machen. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Wenn ich dann Maria, tue ich dann Marias Dinge oder Aufgaben, sage ich jetzt mal, die Kurtisan-Mission mache ich dann, wenn ihn dann die neue Sequenz angefangen hat. Vielleicht sollte man ihn aufhalten. Ja. Immer so pro Sequenz jetzt, immer so mindestens, also quasi so eine, so, wie sagt man, da macht man halt dann immer so einmal alle Kurtisanen-Missionen, bis man wieder zu Maria gehen muss, so pro Sequenz jetzt immer, und eine Leonardo-Mission pro Sequenz. Ist das nicht gefährlich? Ich denke, das ist ein guter Deal. Ein richtig guter Deal, würde ich sagen. Oh Mann. Für den Transport schwerer Waren, wenn möglich, nur die Hauptstraßen zu benutzen. In letzter Kriegsplan, den Templer aufsehen eliminieren und die Karte finden, die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher mit der Pistole töten. Häufig Ochsenkarren, die kleineren Gassen verstopft und zu erheblichen Beeinträchtigungen der Ansätze. Einen Florin. Bel Signore? Nur einen? Oder zwei? Geld. Wo habe ich ein Glück? Oh, es ist nicht so wichtig. Geld! Das ist ein Segen. Wo habe ich...
Treib die Ratte in die Enge! Jetzt! Komm jetzt, greif an! What the fuck? Ich hab Probleme mit meinem Controller. Endlich, würde ich sagen. Da ist der eine Typ in den Weg gelaufen, weißt du? Wie kann er das denn machen? Ist quasi in seinen Tod gelaufen, ja. Aber zumindest weiß ich jetzt den Weg. Das ist schon mal positiv. Ich gehe aber erstmal nochmal kurz dahin. Ja. So. So ein erfolgreiches Eigentum beschädigen. Okay, es war alles erfolgreich. Assassinen könnte ich mal aufleveln. Also wir haben... Alles klar, das heißt, wir haben 2 Achter. Die werden auch erstmal Aufträge kriegen. Ja. Obwohl, würden die das schaffen? Nein. Nein. Wie viel brauche ich? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe jetzt... Also ich könnte einen theoretisch... Okay. 2, ja, das würde... Also es reicht hier auf jeden Fall. Hm. Lass es hin, habe ich jetzt. Okay, ich habe... Also ich könnte theoretisch noch einen Auftrag vergeben. Ein 5er und ein 7er. So, denke ich mal. Also, für mich wäre das jetzt eigentlich relativ gerecht verteilt. Also, Nebenaufgaben würde ich schon gerne gemacht haben. Ehrlicherweise. Denn, ja, ich weiß auch nicht, aber es gehört irgendwie doch schon so ein bisschen dazu. Also, so die Sachen einsammeln, okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen, also nicht so die geile Arbeit, aber naja, also, das sollte man doch schon vielleicht machen.